Sie sind hier, 21. November 2018, 9.52 Uhr, von Sport1, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kasim Edebali trägt in Zukunft das Trikot der Cincinnati Bengals. Urheberrecht Getty Images München. Die Cincinnati Bengals reagieren auf die verletzten Misera und verpflichten Kasim Edebali. Der Linebacker ist der dritte aktive deutsche Profi in der NFL. Footballer Kasim Edebali kehrt in die NFL zurück. Der Linebacker aus Hamburg hat einen Vertrag bei den Cincinnati Bengals unterschrieben. Das gaben die Bengals am Dienstag bekannt. Edebali war in der Vorbereitung auf die laufende Saison bei der letzten Reduzierung des Kaders Roster Cut auf 53 Spieler von den Chicago Bears gestrichen worden. twitter.com/Bengals/Status/10649875684319477782 Bengals reagieren auf Verletzungsmisere. Die Bengals sind für den 29-Jährigen die sechste NFL-Station. Zuvor stand Edebali bei den New Orleans Saints, Denver Broncos, Detroit Lions, Los Angeles Rams und den Bears unter Vertrag. In 61 NFL-Spielen gelangen ihm 55 Tackles und 8 Sacks. Edebali soll Carl Lawson und Preston Brown ersetzen, die sich am Knie verletzt haben. Drei Deutsche in der NFL aktiv. Auch der zum Tight End umgeschulte Moritz Böhringer versuchte vor der Saison sein Glück beim Team aus Ohio, schaffte jedoch den Cut für den 53-Mann-Kader zum Saisonauftakt nicht. Die NFL bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Seitdem befindet sich der 25-Jährige im Rahmen des International Paid Way Programm im Practice Squad der Bengals. Nach der Verpflichtung Edebalis spielen wieder drei Deutsche in der NFL. Zuvor hatten es Rookie Ikenim St. Brown, Green Bay Packers und Mark Seorcha, San Francisco 49ers in einen NFL-Kader geschafft. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Sportinformationsdienst.